Hallo und herzlich willkommen zurück zur Einführung in die Hilbertraumtheorie. Wir haben uns letztes Mal mit dem Begriff der Orthogonalität beschäftigt, haben ausgehend von der geometrischen Orthogonalität zweier Vektoren in R2 quasi entwickelt, dass man die Bedingung Skalarprodukt zweier Vektoren gleich 0 auch in allgemeinen Innenprodukträumen zur Definition erheben kann und haben damit schon mal ein bisschen Begrifflichkeiten gebildet, nämlich wie wir schreiben wollen, wenn zwei Elemente orthogonal sind und wie wir quasi das orthogonale Komplement, respektive dieses M-Orthogonal, bezeichnen werden. Und jetzt wollen wir uns beschäftigen mit einer Verallgemeinerung von orthogonalen Projektionen. So, und dazu betrachten wir jetzt zunächst mal wieder den zweidimensionalen Fall, um uns wieder eine Idee zu holen, wie wir das dann verallgemeinern können. Dann kommt ein Satz und wenn wir den bewiesen haben, wissen wir, wie Projektionen in allgemeinen Innenprodukträumen gehen. Das war auch nett. Also, es sei jetzt erstmal U, der Spann eines einzelnen Vektors V, ein Unterraum von R2. Ja, also, ganz blöd gesagt, eine Gerade. Wir haben irgendeinen Vektor, in dem darf man den spannen. Ja, das heißt, wir entwickeln mal nebenbei hier so ein Bildchen. Das heißt, jetzt haben wir eine Ursprungsgrade. Ne? Weil. Anders funktioniert es nicht. Ich versuche die jetzt mal hier nicht so nach dem klassischen y gleich x aussehen zu lassen. Also, das hier ist unser u. Und beispielsweise wäre jetzt das hier, wenn wir das bis hier laufen lassen, das wäre eine Möglichkeit, das v dahin zu schreiben. Ich lasse den Vektorfeld jetzt mal weg, weil jetzt wollen wir nämlich gleich auch darauf hinaus, das in allgemeinen Kontext zu liefern. Und jetzt wählen wir irgendein x, das soll in r2 sein, aber nicht in u. So, das ist jetzt hier relativ einfach, da können wir relativ frei wählen. Dann haben wir zum Beispiel mal das hier das ist unser x. So. Und jetzt sei weiterhin, wie wir es bis jetzt haben, oder wie wir es bis jetzt immer gesagt haben, dass die Norm 2 einfach die euklidische Norm sei, also im Prinzip einfach der Abstand, der sich ergibt, wenn ich einen Zollstock dran lege. Euklidische Norm. So. Jetzt haben wir in Satz 1.8 gezeigt, dass es dann ein eindeutiges Proximum gibt. Also Satz 1.8 sagt uns jetzt, es gibt genau ein X-Stern aus unserem Unterraum, das den Abstand zu X minimiert. Das heißt, welches erfüllt norm X-Stern minus X in der 2-Norm, ist das Infimum über, ich nehme mir jetzt beliebige Abstände U minus X und lasse das U durch U wandern. So. Ich lasse das U also durch diesen, durch diesen Unterraum gleiten und gucke mir dann hier mal verschiedene Distanzen an. So, und dann wird man feststellen, es gibt genau eine, die wird minimal. Und das ist halt genau die hier, die da senkrecht drauf steht. Das hier wäre also jetzt unser X-Stern. So, alle anderen sind mindestens genauso groß. Jetzt ist das U. Aber ein abgeschlossener Unterraum, dementsprechend ist das Infimum hier sogar ein Minimum. Aber das ist jetzt gerade nur so ein, so ein technisches Detail an der Stelle. Ein Infimum wäre hier genauso fein. Ähm, dieses X-Stern, das ist jetzt ja das, was wir hier sozusagen gemacht haben, ergibt sich ja geometrisch gerade darauf, dass ich das X nehme und das quasi hier runterziehe im rechten Winkel auf das U. Das heißt, was, was ich mache eigentlich ist, ist ich nehme mir das Komplement von U, ne, also dieses U-Orthogonal. Ich versuche das hier jetzt mal wieder irgendwie grafisch reinzubringen. Mal in grün, grün, ja. So, dann nehmen wir hier also jetzt mal das U-Komplement. So. Aber jetzt nehme ich natürlich nicht den Schnitt von U mit dem U-Orthogonal, äh, weil das ist ja einfach nur der Nullraum. Ich verschiebe dieses U orthogonal in dieses x Sternchen beziehungsweise in das x. Weil in dem Moment, wo ich das mache, habe ich hier halt sozusagen eine Kopie liegen x plus U Komplement und das x Stern, was ich da oben drin habe, das ergibt sich jetzt einfach als der Schnitt von U, also von dem von dem ursprünglichen Unterraum und dieser Menge x plus U-Orthogonal. Das ist genau das, was wir hier uns sozusagen gerade hingemalt haben. Und wichtig ist eben, dass sich hier an der Stelle ein rechter Winkel ergibt. Das nennt man auch die metrische Projektion. Also, dieses x-Stern, was es hier gibt, heißt eben auch die metrische Projektion. Von X auf U. Einfach nur ein anderer Name. Für diese Konstruktion hier. So. Wenn wir jetzt allerdings so ein X-Sternchen finden. Dann gibt es. Also in jedem Fall. Ein X-Stern aus U. Und ein anderes X-Stern orthogonal. Aus dem Komplement. Sodass die Summe dieser beiden Elemente. Gerade das X ist. Also das heißt. Es gibt x Stern aus U und x Stern Komplement aus U Komplement, so dass x gleich die Summe dieser beiden Elemente ist. Und das ist hier auch ganz klar der Fall, ne? denn ich kann hier halt das x Stern nehmen und dann muss ich hier quasi diesen Vektor, den muss ich mir auf auf U quer angucken und dann komme ich an diesem Punkt hier raus und das wäre mein X-Stern orthogonal. Und wenn ich die beiden jetzt mit einer Vektoraddition aufeinander packe, dann komme ich gerade bei meinem X raus. Ne? Weil das ist ja genau das, was eine Vektoraddition hier machen würde. Die würde dann ja einfach hier das sieht man gar nicht, das ist auch schön. Die würde dann ja einfach hier auf direktem Wege quasi durchgehen. So. Und diese zentrale Idee, dass man jetzt diesen Vekt, dieses, dieses Element X, was nicht in dem Raum U liegt auf jeden Fall zerlegen kann in ein Element aus U und ein Element aus U orthogonal. Das ist halt quasi das, was wir im allgemeinen Fall für einen Innenproduktraum auch rausbekommen. Na, also was heißt das hier? Das heißt erstmal nichts anderes als dass R2 sich schreiben lässt als direkte Summe von U und dem orthogonalen Komplement von U. Ja, das ist das, was wir uns hier quasi gerade überlegt haben. Und das wollen wir jetzt auf den allgemeinen Fall übertragen. Und da hilft uns so eine Skizze in dem Sinne, dass man halt immer im Zweifel ein Fallback hat für den Kopf. Aber da müssen wir natürlich ein bisschen anders argumentieren, weil da haben wir nicht mehr diese geometrische Idee. Ja, aber das ist tatsächlich einfach genau das, was hier geometrisch passiert. Und das steht auch tatsächlich als Skizze ein bisschen sauberer nochmal im Skript drin. Ich hatte nur keine Lust, das mit GeoGebra zu machen. So, also wie sieht der Satz aus, den wir jetzt dann uns quasi aus dieser Vorüberlegung rausschälen? Wir überlegen uns mal, was die wichtigen Voraussetzungen waren, dass das für den zweidimensionalen Fall geklappt hat. Es hat wesentlich dran gelegen, dass wir eine Norm drauf hatten. Das heißt, wir brauchen mindestens mal einen normierten Raum. Dann will man aber ja irgendwie drauf, dass da orthogonale Komplemente gebildet werden. Das heißt, wir brauchen auch ein Skalarprodukt. Das heißt, es ist irgendwo logisch zu fordern, dass wir einen Innenproduktraum brauchen. Und dann haben wir uns gerade angeguckt, einen, ähm, den, den Spann eines einzelnen Vektors. Also wir brauchen auf jeden Fall irgendwie einen Unterraum. Und dann haben wir Satz 1.8 angewendet, der braucht aber Vollständigkeit. Das heißt, es ist auch weiterhin irgendwie logisch zu fordern, dass wir einen vollständigen Unterraum von H brauchen. Oder zumindest einen abgeschlossenen, aber in dem Fall ist vollständig besser. Weil vollständig impliziert, abgeschlossen. Äh, Unterraum von H. No, no. So. Und dann gelten folgende Aussagen. Erstens, es gibt eindeutig bestimmte stetige lineare Operatoren p von h nach m, q von h nach m orthogonal, also ich schreibe hier mal stetig linear, mit folgender Eigenschaft, x ist px plus qx für x aus h. Hier ist im Skript halt gerade mal völlig der Umbruch kaputt gegangen. Äh, der muss raus. So. Manchmal spannend, was da so für Sachen passiert. Genau. Das ist heißt, dass wir im Wesentlichen hier oben sehen können, dieses X-Sternchen ist dann gleich das PX. Und das x-Sternchen orthogonal, das ist das Qx. Also solche Operatoren müssen wir irgendwie hinschreiben. Und sie sind eindeutig. Zweitens. Diese Abbildungen p und q haben folgende Eigenschaften. A. Für x aus m ist px gleich x, also p ist die Identität. Und Qx ist 0. So, das heißt, wir machen uns das gleich wieder deutlich. Wenn ich einen x dann tatsächlich doch mal in u wähle, dann habe ich hier keinen Anteil in dem Komplement drin. Aber dann brauche ich mich einfach nur auf der geraden bewegen. Wenn ich stattdessen in M orthogonal bin, dann ist mein px gerade 0 und mein qx ist x. Das ist ja genau der andere Fall. Die zweite Eigenschaft, die hier von Relevanz ist, für x aus h ist die Norm, von x minus px gemessen in der h-Norm, das gleiche, wie das Infimum aller y aus m Norm x minus y h. Das ist im Wesentlichen diese Infimumseigenschaft, die wir hier oben schon hingeschrieben haben. Und das ist einfach nur mit anderen Variablen und anderer Norm jetzt hingeschrieben. Nur das ist die zweite Eigenschaft, die Das, Ding hat. das heißt, das ist eine gewisse Minimalitätseigenschaft. Die dritte Eigenschaft, die ist ganz witzig. Die Norm von x h lässt sich schreiben als die Norm px h plus die Norm qx h. Das ist auf den ersten Blick jetzt nicht ganz so eindeutig. Also, es gilt auf jeden Fall nicht im Allgemeinen. Ne? Deswegen muss man da tatsächlich mal hingucken. Aber es lässt sich hier tatsächlich beweisen, dass man hier einfach die Norm quasi linear rausziehen darf. Das ist ja auch schon mal spannend. Und die Operatornormen von P und Q sind 1. Das heißt, das sind in gewisser Weise Isometrien. Das sind also Eigenschaften dieser Operatoren P und Q. Und dann haben wir noch eine dritte Geschichte. H zerfällt immer in die direkte Summe von M und M orthogonal. Und wenn zusätzlich M nicht ganz H ist. Also ein echter Unterraum sozusagen, dann existiert in jedem Fall ein y aus h mit y ungleich 0 und y in m Komplement. Das heißt, an anderen Worten, dieses m orthogonale Komplement ist nicht nur der triviale Nullraum. Ja, das heißt, in dem Moment, wo ich einen echten Unterraum habe, habe ich auch einen echten, nicht trivialen Komplementraum. So, das beweisen wir jetzt. So. Und der Beweis ist jetzt ein bisschen länglich, aber der ist nicht besonders schlimm, hoffe ich. Weiß ich nicht. Also ich fand ihn nicht besonders schlimm. Und was wir jetzt halt machen, ist, wir hangeln uns jetzt nach und nach durch diese drei Behauptungen. Und tatsächlich ist der erste Teil dieser Existenz ein bisschen langwierig, weil das erste, was wir jetzt zeigen werden, ist Existenz und Wohl hat. Das zweite ist dann die Eindeutigkeit und dann haben wir hier blöderweise noch so eine Linearität stehen. Die müssen wir uns auch noch angucken. Und das machen wir jetzt mal schrittweise. Also fangen wir erstens an und fangen wir mit Schritt 1 an, dass es eben Existenz und Wohldefiniertheit. hat. Also für x in h ist zunächst mal x plus m eine konvexe und vollständige Menge, weil wir m als vollständigen Unterraum angenommen haben und dementsprechend passt das. So, das heißt, wir dürfen Satz 1,8 draufschlagen und der sagt uns jetzt, es gibt genau ein, ich nenne das jetzt schon mal Qx, und das liegt in x plus m, nämlich in diesem konvexen vollständigen Unterraum sodass folgende Ungleichung gilt: Norm qx in der h-Norm ist kleiner gleich Norm y in der h-Norm und zwar für alle y aus dem Unterraum, also für alle y aus x plus m. So, und jetzt setzen wir px einfach mal definitorisch fest und zwar als x minus dieses qx, was da oben existieren muss. So, dann gilt in jedem Fall schon mal, x ist die Summe aus px plus qx. Ne? So. Jetzt ist es halt so, dass wir jetzt quasi die Existenz von zwei solchen Operatoren p und q haben. Wir haben aber noch nicht gezeigt, dass p von h nach m geht und q von h nach m quer, äh, m orthogonal. Das ist jetzt halt hier diese wohl definiert hat. Also die Existenz ist damit gerödelt. Jetzt müssen wir uns überlegen, dass die Bildbereiche stimmen. Also dass wir Elemente aus H reinstecken dürfen, das ist klar. Aber dass wir jetzt halt auch die Bildbereiche treffen. So, also. Es ist nach Setzung da oben Qx aus x plus m. Also Px aus m. Weil das x ist ja in m äh, in h, Entschuldigung. Wir haben x in h vorausgesetzt. Das heißt, wenn das x in h sein soll, dann ist das nur möglich, wenn qx in x plus m liegt und px dementsprechend in m ist. Aber sonst lande ich wieder in m und dann habe ich andere Geschichten. Weil dann darf ich das hier auch nicht ohne weiteres anwenden. So, das heißt, das px ist ein Element in m und das heißt, p bildet h ab auf m, also p e von h nach m. Das ist das erste. Jetzt müssen wir uns überlegen, dass Qx nicht nur in x plus m liegt, sondern tatsächlich in m quer. Äh, quer, m orthogonal. Warum will ich mal quer sagen? Das ist der Abschluss. Ist nicht gut. So, na, das heißt, was heißt das? Das heißt, das Skalarprodukt von Qx mit irgendeinem y aus m ist 0. Okay. So, also wir zeigen nun qx aus m quer, das heißt qxy gleich 0 für alle y aus m. So, jetzt sehen wir mal ohne Einschränkung dazu an, dass die Norm von y gleich 1 ist in der h-Norm, sonst können wir das skalieren, damit verlassen wir nicht das Komplement, beziehungsweise verlassen wir nicht die Menge m selber. Und jetzt setzen wir z. Abgekürzt fest als Qx, damit wir uns jetzt gleich hier nicht die Finger wund schreiben. Und jetzt können wir uns diese Minimaleigenschaft da oben zu Nutze machen. Also diese, diese Eigenschaft, dass die, die Norm von Qx eben kleiner gleich Norm y ist für alle y aus x plus m. Na, also das heißt Minimaleigenschaft. Von eben diesem Q oder Qx besser gesagt. Wir haben ja die Eigenschaft für den Vektor formuliert, ergibt dann eben dass das Skalarprodukt von z, z, also von qx mit sich selber, wenn man so möchte. Das ist ja nichts anderes als der Betrag von dem Vektor z zum Quadrat. Der ist dann kleiner gleich als der Betrag von z minus alpha y ins Quadrat, und zwar für alle alpha. Und das ist dann wiederum nichts anderes als das Skalarprodukt von z minus alpha y mit sich selber. Und das eben für alle Alpha aus unserem Körper k. Ne, das ist einfach nur diese Eigenschaft hier hingeschrieben, wenn man halt bedenkt, dass hier Qx steht im Prinzip. So, daraus folgt folgende Ungleichungskette. Wir wissen, dann ist 0 kleiner gleich äh, minus Alpha mal y im Skalarprodukt mit z minus Alpha quer. Mal Skalarprodukt von Z mit Y plus den Betrag Alpha Quadrat. Das ist halt, wenn man das jetzt hier ausbuchstabiert und auf die andere Seite bringt, dann sieht man das Z mit Z, das fliegt raus, das ergibt die 0 und der Rest sind dann die einzelnen Komponenten, die hier überbleiben. Das wäre der Fall, wenn wir halt quasi im komplexen sind. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, wie wir diese Ungleichung hier oben erfüllen können, und das ist ein bisschen subtiler. Das ist nämlich dann, wenn der Realteil, zweimal der Realteil von diesem Alpha mal yz kleiner gleich als Betrag Alpha Quadrat ist. Dann bleiben wir tatsächlich auch in dieser Ungleichung mit drin. Das lässt sich tatsächlich relativ einfach nachreden es ist nur nicht so leicht, drauf zu kommen. Also, oder zweimal der Realteil. Von Alpha x, z, äh, y, z, x kommt da gerade gar nicht vor, ist kleiner gleich als Betrag Alpha. Z. So. Gut. Und jetzt können wir halt, weil das für alle Alpha aus K gilt, ein spezielles Alpha setzen. Also wir wählen speziell Alpha als das Skalarprodukt von y z. So, dann gilt nämlich in jedem Fall da oben z, y im Skalarprodukt ist 0. So, können wir kurz mal nachgucken. Wenn wir jetzt hier Alpha, y, z reinjagen, dann kommt hier y, z Quadrat raus. Hier genauso. Und wenn wir das hier dann wieder zusammenpacken, dann ergibt sich genau dieser Term. Äh, Alpha Quadrat da hinten, wenn man da jetzt das yz auch einsetzt. Also das ist tatsächlich einfach nur Straightforward hier einsetzen, ausrechnen. Und in dem Fall hier steht dann da zweimal der Realteil von Alpha Quadrat kleiner gleich der Betrag von Alpha Quadrat. Ja, das geht nur, wenn Alpha Null ist. Also das heißt in beiden Fällen kommen wir hier raus, dass das Skalarprodukt von Z und Y gleich Null ist. Das war das Skalarprodukt von Z und Y, aber naja, das ist das Skalarprodukt von irgendeinem Wert Y aus M. Genau, y aus m haben wir gewählt. Und z ist qx, das heißt genau diese Gleichung hier. Und damit schießt dann das qx tatsächlich, oder damit liegt qx tatsächlich in m quer. Das heißt, q bildet h auf dieses m quer ab. Oder in anderen Worten, wir haben tatsächlich mit q einen Operator gefunden, der die gewünschte Eigenschaft hat und tatsächlich von h nach m orthogonal geht. Ich will immer wieder im quer sagen. Es tut mir sehr leid. Im quer ist hier gerade erstmal immer, wenn ich es sagen sollte und nicht merke, dieser orthogonalraum. Genau, damit haben wir jetzt gezeigt, es gibt, solche, ähm, es gibt solche Operatoren und die sind wohl definiert in dem Sinne, dass die halt genau in diese Zielräume gehen, die wir da oben hingeschrieben. Haben. Jetzt müssen wir zeigen, wir haben, also wir haben gesagt, dass es genau ein paar solcher Operatoren gibt. Also genau ein p, genau ein q mit dieser Eigenschaft. Ja, das heißt, der zweite Schritt hier zum Beweis von, von 1 ist die Eindeutigkeit dieser Operatoren nachzuweisen. Was machen wir dafür? Wir nehmen uns mal irgendein x, das wir zerlegen in x0 plus x1 mit x0 aus m und x1 aus m orthogonal. Dann gilt ja, dass x0 minus dieses px, was wir da oben hingeschrieben haben, das gleiche ist wie qx minus x1. Weil ich kann x auf beide Arten und Weisen darstellen. Das heißt, diese beiden, äh, beiden Ausdrücke müssen gleich sein. So, jetzt ist aber x0 minus px ein Element in m. Ja, weil das x0 ist in m, das px ist in m nach 1 oder nach i und m, äh, das Ding ist ein Unterraum. Ja, das heißt, die Summe hier wird geschluckt, bleibt in m. Andererseits, x1 ist in m orthogonal, qx ist in m orthogonal und m orthogonal ist nach voriger Bemerkung ein Unterraum. Das heißt, das hier bleibt in m quer. ja Das heißt, hier, dieses Element, wie auch immer es aussieht, ja, muss im Schnitt von m und m quer liegen. So, wir wissen aber, m und m quer haben auf jeden Fall trivialen Schnitt. Ne? Da kommt immer nur der Nullraum raus. So, das heißt, was immer hier passiert, muss in diesem, in diesem Schnitt liegen. In diesem Schnitt liegt aber eben gerade nur der Nullvektor. Ne? Das heißt, das hier ist Null, das hier ist Null. Ne? Also, das heißt, x0 minus px ist gleich 0 ist gleich qx minus x1. So, wenn wir das jetzt natürlich umstellen, dann haben wir hier stehen einmal px gleich x0 und einmal qx gleich x1. So. Das heißt, wir haben jetzt hier angenommen, wir haben eine andere, wir haben eine Zerlegung irgendwie, ne, die nochmal anders aussieht. Ähm, und äh, wir nehmen halt an, wir können das Ding in M und M orthogonal zerlegen. Dann wissen wir aber aus den Eigenschaften von P und Q und der Tatsache, dass M und M orthogonal immer trivialen Schnitt haben, äh, dass die Dinger halt schon gleich waren. Das heißt, diese äh, Operatoren P und Q sind in der Tat eindeutig. So. Das dritte, was wir jetzt noch zeigen müssen in dem Zusammenhang, ist eben, dass die Dinger linear sind. Das ist jetzt aber tatsächlich wieder nicht so schwer, weil wir benutzen einfach den gleichen Trick wie gerade. Wir gucken uns einfach an eine Gleichheit, sagen linke Seite ist in m, rechte Seite ist in m, äh, m orthogonal und damit sind beide gleich, gleich 0. Und zwar nehmen wir uns jetzt irgendwelche Elemente x, y aus h und dann nehmen wir uns skalare Alpha, Beta aus k. So, dann gilt, indem wir 1 nehmen, also mit i. Ich gucke mir an, p angewendet auf alpha x plus beta y minus alpha mal px minus beta mal py. Wenn ich zeigen kann, dass das 0 ist, dann wäre ja eben p linear. Und dann gucke ich mir auf der anderen Seite an, alpha qx plus beta qy minus q von alpha x plus beta y. Wenn ich zeigen könnte, dass das 0 ist dann wäre cool in Weil wir in 1 aber gezeigt haben, dass es immer genau ne, diese, diese, äh, diese Operatoren p und q mit dieser Eigenschaft gibt, sind diese Terme hier gerade schon gleich. So. Und dann gilt wieder, p schießt nach m. Das heißt, das, was hier steht, ist ein Element in m. Das, was hier steht, weil q nach m quer steht, ist ein Element in m quer. Und m und m quer haben nun mal den Schnitt leer. Das heißt, hieraus folgt, beide Seiten müssen 0 sein. Wenn aber beide gleichen gleich 0 sind, sind eben P und Q linear. Und damit haben wir den ersten Teil dieses Satzes bewiesen, nämlich dass es zwei, genau zwei solche Operatoren P und Q gibt, die linear sind und die eben diese Zerteilungseigenschaft haben. Eigentlich, streng genommen, müssen wir uns jetzt noch was anderes hin, hingeben, ne? denn wir haben ja oben noch ein bisschen mehr gefordert. Wir haben sogar gesagt, stetig linear. Die Stetigkeit, ich schreibe es auch gleich hin, folgt aber gleich sofort daraus, dass wir diesen Teil 2C beweisen werden. Weil das bedeutet natürlich sofort, dass P und Q beschränkt sind. Und beschränkt, äh, beschränkt linear ist halt nun mal stetig. Ich schreibe das aber trotzdem nochmal eben auf, damit wir das gleich. Verdammt, Vollständigkeit haben. Ne? Also Stetigkeit von P und Q. P und Q folgt sofort aus 2C. Oder aus 2D. Nur ne? was ihr wollt. So. Und damit haben wir erstens bewiesen. Kommen wir zu zweitens. Teil A. Das war die Zerlegungseigenschaft, also dass die, wenn wir ein Element nehmen, was wir sowieso schon in M oder M quer haben, im orthogonal, dann haben wir hier eben diese Zerlegungseigenschaft und das ist halt sofort klar, sobald man halt einmal diese Zerlegungsformel hier hat. Also das heißt, Teil A folgt aus der Darstellung x gleich px plus qx. Anders kann man das ja gar nicht erf äh, erfüllen. So, Teil B, dieses Infimum, folgt eben aus der Minimaleigenschaft und der Definition von P und Q. Also folgt aus Definition von P und Q und der Minimaleigenschaft von Q, die wir auch schon in 1 ausgenutzt haben, die wir uns aus Satz äh, 1,8 holen. So. Für Teil C rechnen wir tatsächlich mal ein bisschen was aus. Ja, das müssen wir ausrechnen. Wir müssen uns die Norm von x bezüglich der h-Norm Quadrat nehmen und müssen dann irgendwo auf der rechten Seite rauskommen bei der Norm pxh Quadrat plus der Norm qxh Quadrat. So, was ist aber die Norm von x? ins Quadrat. es ist erstmal nichts anderes als das Skalarprodukt von x mit sich selber. Und x können wir mit der Zerlegungsformel in px plus qx überführen. Dann können wir das hier ganz entspannt, wie wir das bei Skalarprodukten gewohnt sind, mit der Linearität und der Semilinearität auseinanderziehen. Hier sind allerdings Gott sei Dank alle Skalare 1 weshalb das hier tatsächlich relativ unproblematisch ist und wir einfach bei dieser Darstellung hier landen. Und jetzt können wir äh, folgende Entdeckung machen. Px ist ja ein Element in M und Qx ist ein Element in M orthogonal. Das heißt, das Skalarprodukt ist nach Definition dieser Mengen gerade gleich 0. Das Gleiche gilt natürlich, wenn ich die Argumente hier umdrehe. Das heißt, was stehen bleibt, ist das Skalarprodukt von Px mit sich selber. Das ist aber die Norm von Px. Und das Skalarprodukt von Q mit sich selber. Äh Qx mit sich selber. Das ist aber das Skalarprodukt von äh, die Norm von Qx. h zum Quadrat. Ja, damit haben wir Teil C fertig. So, und jetzt können wir für x aus h noch nachrechnen. Da haben wir jetzt nämlich mit, mit dieser Zerlegung folgende Darstellung, nämlich Norm x h Quadrat gleich. Jetzt können wir dieses c direkt anwenden, das ist Norm px h Quadrat plus Norm qx h Quadrat. Und für qx können wir dann natürlich auch einsetzen x minus px h zum Quadrat, das ist aber nicht das p, was ich meine. Ja. Das heißt, nach Definition der Operatornorm folgt also sofort, dass die Operatornorm von P gerade gleich 1 ist. So. Wenn man jetzt hier tatsächlich natürlich statt das Qx das Px aufschreibt in x minus qx, dann hält man mit dem gleichen Argument. Natürlich dann auch Q in der Operatornorm gleich 1. Und damit sind wir fertig mit Teil 2. Der ging jetzt also tatsächlich ähm, deutlich schmerzfreier, sobald man einmal die Definition bzw. Diese, diese, die, die Existenz und die Darstellung von P und Q hat. Was uns jetzt also fehlt, ist noch das Drittens. Das ist, dass H die äh, direkte Summe ist. Und eigentlich, was der, der spannende Teil ist hier, wenn wir einen echten Unterraum haben, dann haben wir auch einen nicht trivialen Orthogonalraum. So, ne, also, die orthogonale Zerlegung ist hier tatsächlich das, was direkt aus 1 folgt. So, folgt direkt aus 1. Das heißt, wir wählen jetzt mal so ein x aus h mit x nicht in m. Und jetzt setzen wir zusätzlich einfach zur Abkürzung wieder y fest als qx. Also die Projektion, wenn man so möchte, auf dieses m-Quer, m orthogonal. Äh, so, x ist nicht in m. m ist abgeschlossen. Das heißt, mit 2b bekommen wir raus, dass das px nicht x sein darf. Hm? Weil sonst wäre es nämlich so, also wenn p ist gleich x es wäre x in m. Das ist ja die Folgerung aus 2b. Jetzt ist aber y gleich Qx aus m orthogonal. Ne? Also folgt sofort m orthogonal ungleich 0. Ne? Ungleich ist wichtig an ja Das heißt, wenn wir einen echten Unterraum haben, dann haben wir auch mindestens ein Element in dem M-Orthogonal drin, das nicht Null ist. Hm? So, und damit haben wir dann 1, 2 und 3 bewiesen. Das heißt, wir können hier hinter dann ein Kästchen setzen. So, und abschließend tun wir das Video jetzt mit einer folgerichtigen Definition, möchte ich fast sagen. Und zwar diese Abbildungen P e und Q aus Satz 2.3. Die heißen jetzt eben die orthogonalen Projektionen. Und zwar von h auf m, beziehungsweise eben m orthogonal im Fall von q. Also hier p, hier q. Ne? So. Das ist die Begriffsbildung orthogonale Projektion. Und jetzt werden wir uns im nächsten Video noch angucken, wie wir das jetzt sozusagen wieder auf Funktionalanalysis beziehen werden können. Was ich allerdings noch sehen oder sagen möchte: Wir sehen, die metrischen Projektionen von U bzw. U äh, orthogonal, die wir da oben in dieser geometrischen Deutung für die Motivation hingelegt äh, haben, sind nichts anderes. Als orthogonale Projektion, und zwar diese hier, halt einfach in R2 oder im zweidimensionalen Fall. Das heißt, letzten Endes haben wir hier nichts Neues erfunden, sondern nur das, was wir schon kannten, jetzt in die Abstraktion gehoben. Und das ist ja genau das, was wir hier häufiger tun. Und dementsprechend ist das eigentlich eine ganz schöne Einsicht zu sehen. Ja gut, eigentlich ist das nichts Neues. Eigentlich kennen wir das schon. Nur ist es jetzt ein bisschen abstrakter. Gut, dann wären wir für heute fertig. Damit danke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag und tschüss.